Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus der Wüste, hier von The Infected. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Dach. Noch nicht ganz. Bin sozusagen in den letzten Zügen. Ich warte noch auf den Lehm. Mal schauen, wie weit er jetzt ist. Ja, und wir haben immer noch kein März. Wir sind immer noch mitten im Winter. Naja, geht doch voran. Ich zeige euch gleich mal, wie weit der aktuelle Stand ist. Naja, komm, das kommt mit hier raus. Das kann hier mit rein. Damit das nach und nach was wird. Ja, ein Großteil vom Dach ist schon fertig. Haha. Bin mittendrin zweimal fast erfroren. Weil ich nicht vom Dach wollte. So, haben wir hier so eine Hilfskonstruktion gebaut. Damit ich hier hoch aufs Dach fahren kann. Mal gucken, wie viel fehlt denn jetzt noch. Hier fehlt noch einer und hier war das nicht vollständig. Gut, haben wir sogar ein paar übrig. Fehlt nur noch der Lehm. Ja, das ist der einzige Nachteil. Hier wieder runterkommen. Muss in die Kunst. So, dann sollte ich den Lehm jetzt vielleicht auch gleich mal noch machen. Und dann ist das Dach nämlich auch zu. Dann sind wir mit dem nächsten Step weiter. Zack. Oh. Tada, 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 tada. Hat ja auch nur 2 Ingame-Tage gedauert. Ich hatte zwischendurch mal hier, ja, das haben wir zugemacht. Ja, mal schauen, ob das jetzt so bleibt bei Wegreisen. Ich komme halt nicht mehr ran. Wenn die Dinger gesetzt hast, noch bevor du das Dach hingepackt hast, dann kommt man nämlich da nicht mehr ran. Dach ist zu. Dach ist zu. Tada. So, dann haben wir eine geschlossene Dachfläche. Ich hoffe, das Spiel akzeptiert das so. Ja, und die Ecken hier, mal schauen. Vielleicht mache ich die Dinger einfach nur Beton, damit es nicht mehr so hölzern aussieht. Aber das bleibt nun mal bei der Bauweise nicht übrig. Ich hatte probiert gehabt, das weiter hier reinzuziehen, aber dann habe ich hier die Lücken nicht geschlossen gekriegt, weil in diese kleinen Ecken hier kriegst du dann kein Dach mehr rein. Da habe ich gedacht, ach, oben drauf schaut sowieso keiner. Notfalls setzen wir hier oben noch was drauf. Ein Turm oder irgendwas. Mal gucken. Aber wir kommen zum ersten Mal hier hoch. Rein theoretisch. Allerdings ist das ja auch so sehr buggy, dass du ja Angst haben musst, dass du ja im Felsen verschwindest. Ja, mal schauen. Ja. Ist eigentlich nur noch das Stück hier und dann ist das Dach zu. Diese Hilfskonstrukte hier immer, das ist mal sehr, sehr skurril, aber das ist nun mal das Spiel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rum, dass es nicht doof aussieht. So. Es fehlt noch ein Holzscheit. Na, das kriegen wir doch schnell hin, oder? Gib den Holzscheit her. Zack. Ja, und dann haben wir sozusagen unsere Etage fertigt. Immer. Kann das hier weg? Das hier weg. Ja. Ordentlich aufgeräumt. Super. Also mir gefällt es schon mal. Sieht schon mal fast gemütlich aus. Ja, und mal schauen, wie wir den Rest dann hier hinkriegen. Vor allen Dingen, wir brauchen ja einen Kamin. Da habe ich festgestellt, dass die Tür eigentlicherweise viel zu weit hier vorne ist. Weil wenn ich hier einen Kamin hinstellen will, ist die Tür eigentlich optisch im Weg. Also heißt das Abriss. Ich mache das zwar immer sehr ungern, was wegreißen. Aber es nützt nichts. Wenn es im Weg ist, ist es im Weg. So, eine neue Wand her. So. Zum Glück haben wir ja noch genug Material übrig, was wir hier wieder reinpacken können. Ja, Glastür hinmachen. Ah, komm, ich mache eine Glastür hin. Zack.
Das Albern. Naja, das ist ja alles nicht das Wilde. So, und dann würde ich hier nämlich eine richtige reguläre Wand hinmachen. Ja, zack. So. Holzscheiter haben wir noch. Gib her. Genau. Dann kommen wir nämlich hier an diese Wand. Aha, jetzt geht's langsam los. Die Einrichtung. Möbel, Küche, Schlafzimmer, Bad. Wo waren denn die Kamine? Sonstiges? Ah, guck. Dazwischen machen, kriegen wir das hin. So, aber da unser Kamin, herrlich. Das erste Möbelstück steht. Und habe ich mir natürlich nicht überlegt gehabt, das war in Spitzen. Kalt oder warm? Weiß auch nicht so recht. Ja, dann weiß ich halt noch nicht, wo baue ich mir das Schlafzimmer hin, wo kommt das Bett hin, etc. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Hier soll ja der Küchenbereich hin. Vielleicht baue ich mir ja hier in der Ecke auch bloß eine Schlafecke. Eigentlich eine gute Idee. Ich wohne ja alleine hier, es kommt ja sonst keiner hin. Wenn ich mir hier so ein großes Doppelbett hier vors Fenster stelle oder so, drehen. Oh so. Das reicht mir ja. Ich brauche ja nicht mehr. Ich bin ja alleinstehend. Mike hat ja seine eigene Butze. Ja. Finde ich so in Ordnung. Vielleicht setze ich mir ja auch so eine halbe Wand. Ja, so her, so zack. Mal schauen. Zack. Was brauchen wir hier? Bretter sind drin. Weggerissen ist es dann schnell. Oh, Zement. Eisenbahnschrauben. Ja, das wird schon eine Menge. Brauchen wir hier für irgendwas? Irgendwelche Holzdinger? Nee. Ja. Ansonsten. Was hätten wir denn sonst so? Möbel. Es gibt ja nur so viele Möbel, die wir hierher platzieren können. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was wir bei uns in der anderen Base an Möbeln hatten. Ein Esstisch wäre ich sicherlich brauchen, da kommt mit in die Küche. Und es ärgert mich halt immer noch, dass die Dinger nicht zusammenpassen. Wohnzimmer. Schreibtisch, Sideboard. Das ist nur so ein kleines Mini-Schränkchen, das lohnt sich nicht. Quatsch da. Zieren, Möbel, Wohnzimmer. Ach, das sind alles solche. Ein Holzschrank, das sieht eher aus wie so ein Werkstattschrank, wie so ein Blechschrank. Bin ja gespannt, ob es da vielleicht irgendwann mal noch ein Update gibt. Dass da ein paar andere Möbel dazukommen oder. Weil ich wüsste jetzt sonst nicht, kleiner Blechschrank, das ist der kleine Schrank. Das sieht jetzt halt alles nicht so wirklich toll aus. Wo war denn das andere Schlafzimmer da? Sagen, lasst uns den hier herpacken. So, wenn es geht, ein bisschen mittig. Navi geht an der Wand. Da. Hast du dazu nicht der halbe Schrank? Wohnzimmer. Das ist der hier? Also halbwegs dazu passte. Ja, verrücken können alle mal noch. Gut, was braucht er? Schrauben, Bretter, Nägel. Ja, so in der Form.
So, also hier machen wir mal zu. Zwei Stahl, Glas und Schrauben. Stahl, Glas und Schrauben. Hier. Moment, also wir brauchen eine Menge Schrauben. Mal gucken. Zwei Stahl. Bei Stahl haben wir. Glas haben wir noch. Schrauben. Für Schrauben brauchen wir da Kupfer. Ja, das nimmt langsam ab. Was heißt langsam? Schneller als mir lieb ist. Ein paar Bretter draußen. Jawohl. Ja, das Wetter täuscht vor allen Dingen. Zwischendurch war ich mal bei minus 42 Grad. Hat mir das ein bisschen angezeigt. Da dachte ich, oh, mein Scholli, da bin ich bei den Ofen reingekrochen. Ja. So, also erstmal die Tür zu. Prima. Erledigt. So, wir brauchen wir. Schrauben sind drin. Auf 25 Zement und 10 Eisen. 25 Zement und 10 Eisen. Und hier. 20 Tuch und Nägel. Puh. Das kann ich alles merken. Hab ich das alles einstecken? Haufen Glas, Haufen Bretter. Die kein Mensch braucht. Aber. Dafür haben wir ja unsere Kiste. So. Steine hier unten rein. Lehm hier. Wobei Lehm kann ich ja schon mal einen neuen Zement ansetzen. Da haben wir ja gesehen, brauchen wir eine ganze Menge von. So. Das hier rein. Nimmt doch alles mit einmal. Schrauben war nicht. Fenster übrig, Stöckchen sind auch noch übrig. Naja, also sehr hinten. Biosprit müssen wir eventuell auch nachfüllen. Mal gleich mal schauen. So, 10 Eisen. Ach, seht ihr? Das habe ich ja nebenbei ja auch durchrennen lassen. Das habe ich 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir brauchen Eisen hier. Und nochmal. Ja, und damit hätten wir dann sozusagen auch hier wieder ausreichend Material zum Verarbeiten. Rest hier rein. So. Schrauben, ja, aber Nägel haben wir keine mehr. Das habe ich mir nicht gemerkt, was der wollte. Aus dem Alter bin ich mir raus, wo ich mir das alles merke. So, die Bretter braucht man nicht mehr. Das ist erstmal nicht. So. Das ist weg. 25 Zement wollte der haben, ne? Ah ja. Da und da. Und gehen wir erstmal hoch. Was essen, trinken, das passt soweit. Tag ist auch schon da fast um. Auch hier rasen die Tage wie. So, wir finden eigentlich schon nur 10 Eisenbahnen. Seht hier jetzt noch. 20 Tuch, 3 Kupfer. 20 Tuch, 3 Kupfer. So, 1, 2, 3, 3 Kupfer, 10 Eisenbahnen sind gleich durch und 20 Tuch. Wo könnte ich sie denn haben? Da. 20 Tuch. Oder die 10 Eisenbahnen. Seht ihr? Das geht ja fast wie von alleine. Ist der Tag ja auch sinnvoll rum. Zwischendurch hatte Mike mal keine Lust mehr zu arbeiten gehabt. Weil er so viel Steine in die Kisten packen musste, dass er gar keine Zeit hatte, die Beete zu machen. Da ist er verhungert. Ja.
Das ist mein Spawnpunkt, mein Schlafpunkt. Gut. Dann haben wir das, ja? Fehlt uns eigentlich nur noch ein bisschen Beleuchtung hier und dann sind wir so weit schon mal ganz gut da. Gut, dann lasst das mal noch verbauen, wenn wir mit dem Material immer hier oben sind. So, fehlen bloß noch zwei, ne? Gut. Merken wir uns. Die können wir ja so tragen, ohne dass wir das Dunkel hier. Oh, der Wagen, der macht mich ganz irre. Tür zu. Er macht denn immer nur die Türen zu? Bin ich das? Stimmt, ne? Aha, und die zwei haben wir nicht mehr. Ah ja. Gut. Dann soll es das gewesen sein. Dann nehme ich mir mal das Lämpchen mit hoch. Damit wir oben Licht haben. Insta oben. So, Tür zu. Und Brennholz. Wir haben festgestellt, dass der Kamin nur mit Brennholz geht. Gut, wir gehen schlafen. Da unten könnten wir oft bleiben. Ein Wahn, die Türen hinter mir zuzumachen, ist so unglaublich, dass es... Und hier ein Lämpchen hin, damit es ein bisschen hell ist. Machen uns den Kamin an. Ja, hallo. Noch eins. Und genießen bei knistriger Kaminstimmung das schöne Winterwetter. Ist das nicht was? Schade, dass man sich ja nicht wirklich hinsetzen kann. Ja, so lassen wir den Tag ausklingen. Dach ist zu, Kamin steht, Bett steht, ist da eigentlich schon fast Gemütlichkeit. Und die nächsten Schritte wären dann die Wände zumachen, mit Steinen oder Boden dann festmachen und hoffen, dass der Winter dann bald vorbei ist. Gut, ich gehe schlafen und dann sehen wir uns den nächsten Tag wieder. Und früh am Morgen und es ist immer noch Winter. Was für ein Elend. Ich hatte mich so drauf gefreut gehabt. Naja, wir nehmen den Tag, wie er ist. Ich wollte eigentlich mal wieder raus. Weil die ganze Zeit hier in der Base rumhüpfen, ist es nicht so meins. Aber das wisst ihr ja alle selber. Ja, was stellen wir denn noch an? Und wir haben da noch ein paar Ziegelsteine, oder? Da können wir doch schon mal den ersten Schwung anfangen. Aufzuwerten. Metall läuft. Guck mal, eigentlich gleich hier. Wie viel haben wir denn? Da lassen wir uns mal noch. Hier nochmal was durchgehen. Nicht, dass wir umsonst das Feuerbrennen haben. Oh. Ich wollte nicht sagen, umsonst Feuerbrennen haben. Ist ja bald aus. Halt. Das war die falsche. Die Drehung war die richtige. Zumindest mal in die richtige Richtung, aber. Es war das falsche Gerät. So. Gut. Taschen leer. So. Essen weg. Taschen leer machen. Ja. Ich müsste dann nochmal wieder in die Höhle Material holen. Hätte man auch mal auf Mischen drücken sollen, oder? Na gut, dann lasst uns mal hier schauen, wie viel wir mal tragen können. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn ich hier in die Kisten gehe, dass ich immer so einen Ziegel aufhebe. Ich kann mir da irgendwie nicht helfen. 72. Hier unten sind wir ja soweit erstmal außen fertig. Ob ich hier die Innenwände auch
mit Ziegel mache oder die dann später mal Beton mache, damit so ein bisschen anderer Flair reinkommt. Ich weiß es noch nicht. Kann es noch nicht sagen. Gemeinerweise kann ich dahinter keine Wand setzen, dass ich das hier halt dicht kriege. Sprich, ich kann hier keine von den Holzwänden hersetzen, die mir so gefallen. Ja, ich weiß es nicht. Mal schauen. Dann wird es halt Beton. Ist vielleicht bestimmt immer eine andere tolle Mischung. Nicht mal so das Gleiche. Ja, dann lass uns... Komm, das Bett, das nervt. Tja, weg ist es. So. Ja. Lass die mal hier liegen. Die will ich nicht mit mir rumtragen. So, wo fangen wir denn am dümmsten an? Ja. Eigentlich, wo wir anfangen, ist ja eigentlich egal. Geht das wieder los? Ping, piep, piep, piep. Wand, Wand. Ziegel. Zack. So, haben wir noch eine Ziegelwand hier. Aus Versehen. Da ist keine, da ist keine. Da ist keine. Hier ist nur eine. So. Ja, und wäre dann hier wieder die Außenwand? Mal schauen, vielleicht mache ich es auch hier Beton. Okay. So, dann als nächstes Fenster. So, Fenster. Zack. Oh, hier wäre noch eine Wand gewesen. Dann habe ich das Fenster drin, immer. Da. Ein Ziegel noch. Naja. Wird noch eine Weile dauern. Aber das ist ja wie mit allem. Gut Ding hat Weile. Hier wollte ich mal schauen, dass wir das vielleicht als nächstes mit Beton zukriegen. Die Ecke. Weil es nervt mich schon, wenn ich von drinnen durchgucken kann. Lass uns mal gucken. Vielleicht. Ei, Frühstück. Mal schauen, was wir noch an Beton da haben. Rein. Obwohl, wisst ihr was? Wir haben doch hier noch ein paar. Vielleicht kriegen wir noch eine Ecke zu. So. Natürlich wird es schwierig mit Beton. Er ist fertig. Das kommt rein. Was liegt denn so ein Betonklumpen? Kilo. Liegt die Jacke was? Kilo. Da. Bewusst wie spart Energie oder so. Ne, die Bretter lassen wir mal liegen. Also wir wollten hier Beton aufwerten. Ich bin mal gespannt, wie so eine Flitzpiepe. Wir müssen ja erst da drinnen aufwerten. Gott. Hier unten drunter kriegen wir. Wir können hier noch ran. Durch die Treppe. Seht ihr? Da ist nämlich schon wieder Baufehler. Krieg. Ich habe zwar die Treppe. Die Treppe hat aber selber einen Abschluss. So mal hier noch hier hin. Ja.
Ist ja nur, damit es zu ist. So. Eins. Genug Beton einstecken. Aus, so. So weiß ich zumindest für mich, dass ich die Treppe nochmal wegmachen muss und das dann hier zumachen. Beziehungsweise, wenn das jetzt Beton zu ist, kann ich das vielleicht da wegmachen? Nee, da komme ich nicht mehr ran. So, jetzt wollen wir noch einstecken. 10. Ja, reicht nicht mehr. Wir müssen auf den nächsten Beton warten. Die Ecke zu. Und das zu. Und das zu. Oh ja. Ist noch eine Menge zu tun. Eine Menge Material zu farmen. Wir können mal schauen. Section, komm mal her. Ja, Lehm könnte ruhig ein bisschen schneller fabriziert werden. Aber irgendwie. So. Ja. Zumindest produzieren nebenbei auch ein bisschen Sprit. Das funktioniert ganz gut. Steine raus. Lehm hier durch. Zu schwer. Und zack. So. Und? Immer. Das ist fertig. Und dann setzen wir das gleich mit rein. Dann haben wir das von der Backe. Finde ich. Nein. Ah ja. Das Gemeine ist, ich weiß es, dass es dort ist. Ich weiß, dass es dort ist. Holzfundament. Ich würde sogar noch rankommen. Hoffentlich denke ich da dran. Das war jetzt dämlich. Naja. Ich sag mal so. Kommt vor im Getränke. So. Also, wir haben noch eine ganze Wand. Das Gepiepse ist doch. Ja. Noch mehr Wände hat man jetzt hier nicht, zumindest keine offensichtlichen. Haben wir noch eine Tür? Ja. Hier mit der Reihenfolge nach rum und jetzt hier Fenster. Fenster, zack. Da waren sie alle. Schwitzt doch schon wieder. Unglaublich. Ja. Naja, mal schauen, wenn dann die ersten Bilder an der Wand hängen. So. Ah, freue ich mich jetzt schon. Wie kannst du immer da überhitzen? Das kann doch gar nicht sein. Wollte gerade sagen. Ja. Na, ansonsten hier oben die Dinger noch. Ach, da kann ich mich noch tot produzieren. Aber das sind ja alle so Dinge, die kommen ja nach und nach. Stahl, Glas und Schrauben. Ja, ich glaube, da wird es an Schrauben wird es aber 10, 20, 30, 40 Schrauben. So viel Kupfer haben wir nicht mehr. Stahl und Glas hätten wir, aber oh, trinken. Alter, ich vergesse das nämlich immer. Aber da wird das irgendwie. Ah ja. Wie gesagt, ich hoffe ja ganz inständig darauf, dass es endlich hier. Und die Bretter mit liegen so ewig herum. Das Frühling wird. Ich möchte endlich hier raus. Wir fallen ja so langsam. Umstapeln. Wegen so einem Monk und so. Den Hammer weg hier. So, das war erledigt, das erledigt.
Wildschwein haben wir ja auch noch. Das ist auch bestimmt mittlerweile tiefgefroren. Ja, was sagt hier der Beton? Gar nichts nachgefüllt. Jetzt wird er langsam. Ja. Das haben wir. Ja. Was ist nun wichtig? Drei, sechs, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Da haben wir 10 mal Sand. Wenigstens. Halt. Was nicht? So. Wie du das wieder machst, ist wieder falsch. So, so rum. Weil das funktioniert nämlich nur, wenn das Inventar entsprechend leer ist. So, Jacke hierher. Ich bock schon wieder her. Da. Zack, zack, zack. Da. Die nächsten Ziegel in der Mache. So. Ich würde sagen, ich produziere mal noch ein bisschen Lehm und ein bisschen Ziegel und ein bisschen Material. Dann machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung. So, Ziegel machen. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Bei mir hier zuzuschauen, wie ich hier mich von A nach B drehe, um Ziegel zu produzieren oder Lehm. Ist es vielleicht nicht so interessant? Ich mache das jetzt einfach vielleicht. Okay, ich merke dazu noch ein bisschen Holz zu hacken, damit wir noch ein bisschen Material auf Vorrat da haben. Dann gucke ich mal, was vielleicht wohin passen könnte an Möbelstücken. Und dann sehen wir uns wieder spätestens, wenn das Frühjahr ruft. Oder im besten Fall, wenn ich noch nicht verhungert bin. Aber noch essenstechnisch komme ich noch gut klar. Ab und zu kommt mich ja mal ein Frosch besuchen. Ohne meine Freunde, die Frösche, wäre schon längst verhungert. Aber verhungert. Ist doch was. Komm, wir haben doch noch hier. Ja. Dafür haben wir es ja gemacht, bevor wir losgereist sind. Gut, dann bis später. Und nachdem bis eben noch ein Schneesturm gewütet hat. Leute, hört ihr das? Hört ihr die Geräusche? Ja, es ist Frühling. Wir haben es geschafft. Es war nochmal ein echt tierisch böser Schneesturm gewesen, der auch verdammt lange ging. Und verdammt laut war vor allen Dingen. Ja, nun ist es endlich vorbei. Der Winter ist durch. Wir sind wieder frei. Gut, das Wasser ist noch nicht, aber den halben Tag kommen wir jetzt auch noch zurecht. Ja, ich wollte gerade rausgehen und ich war draußen und wollte Lehm hacken. Da blies der Schneesturm auf einmal los. Das ist eingesteckt, ja. Keine Ahnung, das Wetter, das mag mich sozusagen nicht. Ich gehe raus, das Wetter dreht durch. So, Stöckchen hier rein. Jetzt können wir offen lassen, ein bisschen frische Luft rein. Frühling. Ja, seht ihr? Bisschen Lehm hier, bisschen da. Kriegen wir noch ein bisschen Beton hin. Jawohl. So, und so machen. Und auf Mischen drücken. Ja. Das heißt, ich kann zur Höhle fahren, kann mir an der Höhle neue Materialien abholen. Und wir kommen hier einen ganzen Schritt weiter. Ich hoffe, Mike macht jetzt wieder was. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit den zwei Gemeindehäusern und den zwei Schlafplätzen, das ist irgendwie suboptimal. Es funktioniert irgendwie, aber da sind wir irgendwie verschwunden. Mal hole ich ihn daher.
Wo ist es? Da ist ein Hühnchen. Lasst es uns einmauern. Ich komme ja nicht hoch. Da war ja was. Wie schaut's hier aus? Ja, die sind auch wirklich nicht ergiebig. Das ist klar, über einen längeren Zeitraum, wenn die laufen, dann ja, aber so kurzfristig ist das jetzt nichts, was sagt, man kann sich drauf verlassen. Es geht halt ziemlich viel Zeit flöten. Ein paar Ölkännchen haben wir. Ihr müsst dran denken, wenn ich in die Höhle fahre, nehme ich das mit. So, die Steinchen hier rein. Und hier noch. Ah, die können erstmal runterbrennen. Ich glaube, da brauchen wir so schnell nichts. Lasst uns mal hier noch ein bisschen Glas in ein Öfchen durchrasen. Dann brennt das nicht so sinnfrei runter. Glas brauchen wir sowieso noch ein bisschen. Ja. Zack. Da ein bisschen Lehm haben wir auch noch. Ich sage 20. Könnte ich ja gleich noch mal ein paar Ziegel machen. Was? Hier verbrochen. Ja, da. Ja. Da sind die nämlich auch trocken, bis wir wieder da sind. Das haben wir. So, mal gucken. Hey, wie viel haben wir denn noch? Na ja, liegen gerade so noch einmal hin. Nutzen wir vielleicht für einen Beton, würde ich sagen. So. Ja. Dann ist das nämlich durch. Halt. Und das für die Fundamente machen. Hier ist noch ein bisschen. Hier war noch dreimal Biosprit. War eigentlich für draußen gedacht. Mal schauen. Hier stehen geblieben. Eine. Ahaha. Ja. Das reicht, bis ich wieder da bin. Du auch noch einen Schwung. Gut. Dann sage ich mir einfach mal ab Richtung Höhle Material besorgen. Irgendwo muss ich mal schauen, dass ich meine Holzkiste wieder finde. Die steht irgendwo draußen in der Wallerei. Die habe ich sozusagen von mir geworfen und bin nach Hause gerannt. War ich erschrocken. Aber es ist ja nur Mike. Die Vampis schreien ja. So. Apropos, ich habe was zu essen. Das muss ich diesmal mitnehmen. Nicht, dass ich wieder aus dem Haus stürze, ohne was mitzunehmen. Ein frisches Wasser haben wir. Hier ist noch. Ja. Da ist sozusagen die Runde auch schon wieder um. Aber wir haben was geschafft. Wir haben oben die Butze soweit fertig. Lass uns mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Zumindest so weit, dass der Raum in sich geschlossen ist. Mir gefällt's. Was sagt ihr? Ist doch ausreichend, oder? Große Wohnstube, keine Ahnung, was wir alles reinstellen. Weil ich denke mal nicht, dass ich es genauso übertreiben werde wie zu Hause. Mal gucken, wie lange da noch Lust und Laune da ist. Weil das ist ja eine verdammte ewige Farmerei. Ja, die Ziegel, das dauert noch ein Weilchen, bis die durch sind. Aber auch hier ist ein Ende absehbar. Wo es dann schwierig wird, ist dann der viele Beton, den wir hier brauchen werden.
So, dann wird es wieder Abend. Gewächshaus läuft. Mike, das funktioniert alles. Ach, wisst ihr was? Ich lege mich einfach hin und schlafe eine Runde. Und fahre dann morgens los. Muss ja nicht sein, dass ich dann... Guck mal da unten. Die ersten Schäfchen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht eine Tiergehege hinmache oder nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Werden wir alle sehen. Was sagen die Werte? Alles in Ordnung. Ja. Dann ist es heute mal eine Runde, die nicht ganz so lang ist. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Weil für mich war sie ja trotzdem so lang. Habe ja nur zwischendurch ein bisschen was rausgeschnitten. Ich danke euch auf jeden Fall wieder mal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Eure Meinungen und Gedanken gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von der Base? Wie würdet ihr was hier einrichten? Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Habt ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge, wo ich vielleicht einen Denkfehler habe oder irgendwas? Schreibt es mir einfach. Ich nehme das auf jeden Fall zu Herzen, in den meisten Fällen. Und dann sehen wir uns morgen wieder hier in alter Frische. Mal schauen, auf dem Weg zur Höhle, zurück von der Höhle oder schon wieder da. Mal schauen, wir werden sehen. Also dann, in diesem Sinne, bis morgen, Arthur Fröscher, Tschüssikowski und bye bye.